Wir haben Angst, aber wir sind trotzdem wieder auf die Straße gegangen. Die wollen etwas ganz Schlimmes machen, Bürgerkrieg, Militärputsch oder so. Solch dramatische Stimmen aus Teheran zeigen, wie verzweifelt und gleichzeitig mutig sich junge Iraner trotz des Drucks gegen die gestohlene Wahl stemmen. Doch sie erreichen uns unter immer größeren Hindernissen. Auch Internet- und Mobilfunknetze, die wichtigsten Informationsquellen, werden immer wieder abgeschaltet. Weltweit fiebern Iraner im Exil mit ihren Familien, Freunden und Landsleuten. Sie versuchen, Kontakt zu halten, ohne ihre Verwandten zu gefährden und irgendwie teilzuhaben. Wir schlagen einen Bogen von Los Angeles bis Paris. Fahr zur Hölle, Ahmadinejad. Jeden Abend versammeln sie sich jetzt an der großen Kreuzung in Westwood, Los Angeles, um ihre Solidarität mit den Landsleuten zu Hause im Iran zu zeigen, lautstark und im solidarischen Grün. Nirgends anders in den USA leben so viele Iraner wie hier. Eine halbe Million sind es in und um Los Angeles. Und so trägt Westwood auch den Beinamen Little Persia, kleines Persien. Farsi-Schriftzeichen an jedem zweiten Geschäft zeugen davon, dass es viele Exil-Iraner zu einem gewissen Wohlstand gebracht haben. Auch Siamak Kalhor, er ist Radiomoderator und macht den Internet- und Geschäft im Iran, baut seinen Kunden Websites. In diesen Tagen aber nutzt auch er sein Internet vor allem zum Twittern. Jede Meldung aus der alten Heimat saugt er begierig auf. Er weiß schon von Berufswegen um die Wichtigkeit des Internets, um die Grenzen, aber auch die Möglichkeiten, die es liefert, wenn die Machthaber im fernen und doch so nahen Teheran Leitungen und Seiten kappen. Man kann freie Download-Seiten zur Verfügung stellen, Informationen umleiten, Absender verschleiern. Es gibt da eine Menge Werkzeuge in den Händen des Volkes. Wenn ich sie aber jetzt verrate, nehmen Sie sie den Menschen aus den Händen. Der sonst so Eloquente wird plötzlich schweigsam, aus Sorge auch um seine Mutter, die gerade im Iran weilt. Dann lieber unverfänglich über Obama sprechen. Interessant, wie der sich jetzt zurückhält. Was für ein Politiker. In der Lässigkeit des Vortrags aber schwingt eine ordentliche Portion Enttäuschung über Amerikas neuen Präsidenten mit. Nothing comes out of him. That's it, as usual. Wir sind bei Radio Radisin, einem persisch-jüdischen Sender, der über das Internet zu hören ist. Gesendet wird aus Tel Aviv, die Hörer iranische Juden und Muslime weltweit. Shai leitet Radio Radisin. Als Achtjähriger floh er während der Islamischen Revolution mit seiner Familie nach Israel. Geblieben ist die Liebe zur alten Heimat. Seine Hörer informieren die Welt über die Ereignisse dort. Vor kurzem rief eine Muslimin an und schrie: Helft uns, bitte helft uns, die versuchen hier unser Leben zu zerstören. Und im Hintergrund hörtest du die Demonstranten rufen: Tod den Diktatoren. Shai hat noch Familie im Iran. Ein Cousin meldet sich aus Teheran über den Sender. Die beiden reden verklausuliert. Das Wetter sei sehr schlecht, sagt sein Cousin. Aber die Menschen hätten Regenschirme. Im Klartext, sie wüssten sich schon zu wehren. Shai nimmt uns zu einem Fest iranischer Juden mit. Die persischen Juden sind sehr traditionsbewusst und stolz. Sie waren die älteste jüdische Diaspora-Gemeinde seit dem babylonischen Exil. Untereinander wird nur Farsi gesprochen. Heute sind gerade mal 30 Leute hier, sonst kommen über 300. Vielen ist nicht nach Feiern zumute, die Menschen aber hier hoffen. Wir warten darauf, dass wir eines Tages alle in den Iran zurückkehren können. Hochachtung vor dieser Jugend dort. Bei Shais Familie daheim. Es gibt traditionelle persische Küche. Man ist nachdenklich. Die Nachrichten aus Teheran sind schlecht, es gibt Tote und Verletzte. Gleich nach dem Essen ruft man die Familie dort an, will wissen, ob alles okay ist. Aber wer weiß das schon wirklich in diesen Tagen? Kabarett vor der iranischen Botschaft. Unser gemeinsamer Feind ist vor uns, nicht neben uns. Wir müssen uns einig sein, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und tot der Islamischen Republik Iran.
Provokation für den Protest. Hadi Hossandi weiß, wie er die Aufmerksamkeit seiner Landsleute gewinnt. Der 62-Jährige ist einer der bekanntesten Kabarettisten aus dem Iran. Mit kleinen sarkastischen Späßen steht er neben den jungen Demonstranten auf der Straße in London und macht auf seine Weise Protest. Ein wenig beachtetes Leben im Exil. Jetzt wird die Straße zur Bühne. Vergesst nicht, Ahmadinejad ist kein Heiliger. Wir wollen ein unabhängiges politisches System. Eine Demokratie frei von Mullahs und Ahmadinejads. Frei von dieser Gangsterbande der geistlichen Führer. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Vor 30 Jahren ist Hossandi aus dem Iran emigriert. Nach der Revolution wurde der Kabarettist und Schriftsteller bedroht. Doch die Unruhen von damals, das interessiert die junge Generation kaum. Sie wollen lediglich Neuwahlen. Für den alten Aktivisten ist das längst nicht genug. Deswegen gibt es zwischendurch mal eine politische Lektion. Denkt immer daran. Unter uns gesagt, Herr Mousavi dürfte eigentlich nicht zum Helden werden. Er ist einer von diesen vier Personen, die der Wächterrat ausgesucht hat. Ich sag's euch, denkt daran. Der Protest, ein Wechselbad der Gefühle. Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, soll ich lachen oder weinen. So viele junge Leute hier, toll. So viele Tote dort. Ich hoffe, wir sehen uns in einer besseren Zeit wieder. Dafür wird er weiterkämpfen, denn bald will Hadi Hossandi wieder im Iran auf der Bühne stehen, mit politischem Kabarett. Paris in der Nähe der Place de la Nation, ein unscheinbares Geschäft für Computerartikel. Es gehört dem Iraner Yashar, der seit 8 Jahren hier lebt. Er beobachtet aus der Ferne, wie Religionsführer Khamenei beim entscheidenden Freitagsgebet das Wahlergebnis bestätigt und vor weiteren Protesten warnt. Es gab mehrere Möglichkeiten, doch diese Rede ist die schlimmste von allen. Khamenei bleibt eben ganz der Alte. Das wird in einem Blutbad enden. Yashar hat am Tag nach der umstrittenen Präsidentenwahl ein Komitee gegen die Unterdrückung seiner Landsleute gegründet. Seitdem fährt er täglich einmal quer durch Paris, um vor der iranischen Botschaft zu demonstrieren. Viele hier haben überhaupt nicht gewählt, aus Protest gegen die von den Mullahs eingeschränkte Kandidatenliste. Oppositionsführer Mousavi ist für sie nur das kleinere Übel. Eigentlich wollen sie eine Demokratie mit Trennung von Staat und Kirche. Doch die Demonstrantengruppen sind untereinander zerstritten. Keiner hier geht zum Treffen des sogenannten Nationalen Iranischen Widerstandsrats, das im Norden von Paris stattfindet. Das ist eine politisch-religiöse Pseudosekte, die sich um einen Guru herum versammelt hat. Sie haben Mariam Rajavi zur Präsidentin im Exil gemacht, aber ich habe nicht für sie gestimmt. Das ist sie, Mariam Rajavi, Frau eines Führers der Volksmujahedin. Diese Organisation wird von den USA als terroristisch eingestuft. Doch Rajavi schafft es, viele Exil-Iraner zu mobilisieren. Hier sind es 90.000. Wir möchten, dass Mariam Rajavi die erste frei gewählte Präsidentin der Iranischen Republik wird. Ob das die Form von Solidarität ist, die den Menschen in Teheran gerade nützt? In Paris jedenfalls ist die Exilgemeinschaft so gespalten wie eh und je. In Teheran begrüße ich meinen Kollegen Peter Metzger. Peter, zur Situation heute dringt ja nicht viel nach außen. Ist das jetzt die Ruhe nach der Eskalation gestern? Naja, man wartet noch, wie sich der Abend entwickelt, aber nach dem, was ich auf dem Weg hier zum Fernsehen gesehen habe, gleicht die Innenstadt Teherans wirklich einer Festung. Polizei, Revolutionswächter, die sind alle noch massiver aufgestellt als gestern. Man will den kleinsten Versuch von Demonstranten gegen den Wahlbetrug zu demonstrieren schon im Keim ersticken. Und diese Demonstranten, die heißen jetzt hier offiziell Terroristen. Das heißt, das ist eine andere Taktik. Es könnte jetzt auch in Zukunft scharf geschossen werden. Heißt das denn, dass wir eigentlich jetzt das letzte Aufbäumen der Opposition erleben? Ist der Machtkampf eigentlich schon entschieden?
sagen wir mal, zumindest der Machtkampf auf der Straße. Die Opposition wird sicher weitermachen, auch wenn alles mit Gewalt auf der Straße nicht mehr möglich ist, wenn alles verhindert worden ist an öffentlichen Demonstrationen auf der Straße. Aber ich glaube, in den Köpfen der Leute ist der Wahlbetrug dermaßen präsent und es wird noch lange so bleiben. Und solange der Führer der Opposition, Moussa Wie, noch reden kann, noch präsent ist, nicht öffentlich zwar, ist er gestern auch nicht öffentlich aufgetreten, und immer wieder darauf hinweist, dass dieser Präsident keine Legitimation hat, solange, ich glaube, wird diese Bewegung sicher noch bestehen bleiben.